Hallo, wir sind Anne und Pia und wir gehen heute der Frage auf den Grund, warum muss ich trinken? Das ist Lisa. Lisa ist 9 Jahre alt. Heute ist ein sonniger Tag und Lisa spielt schon seit einer Stunde auf dem Spielplatz. Als sie die Rutsche runterrutscht, wird ihr plötzlich schwindelig und sie fällt hin. Lisa, was hast du? Mein Kopf tut weh und alles dreht sich. Oh nein, dann lass uns schnell zu Frau Dr. Sonnenschein fahren. Hallo Lisa, wie geht es dir? Nicht so gut. Was ist denn passiert? Als ich auf dem Spielplatz die Rutsche runtergerutscht bin, hat sich plötzlich alles gedreht und jetzt habe ich ganz dolle Kopfschmerzen. Das hört sich ja gar nicht gut an. Hast du denn bei diesem heißen Wetter auch genug getrunken? Keine Ahnung. Wie viel muss ich denn trinken? Ein Kind in deinem Alter sollte mindestens 1 Liter am Tag trinken. Wie viel ist denn 1 Liter? Wenn du eine ganze große Flasche Wasser austrinkst, dann hast du 1 Liter getrunken. Ach so. Das ist aber viel. Warum muss ich denn so viel trinken? Dein Körper besteht zu 60% aus Wasser. Das heißt, dein Körper wäre von den Füßen bis zur Brust mit Wasser gefüllt. Braucht mein Kopf denn gar kein Wasser? Doch, dein ganzer Körper braucht Wasser zum Leben. Dein Kopf braucht Wasser, damit du dich konzentrieren kannst. Dein Herz braucht Wasser, damit es schlägt. Und deine Arme und Beine brauchen Wasser, damit du dich bewegen kannst. Aber wenn ich so viel Wasser in meinem Körper habe, warum muss ich denn dann überhaupt noch was trinken? Das ist eine gute Frage. Das liegt daran, weil dein Körper auch Wasser verliert. Wenn du auf die Toilette gehst und Pipi machst und wenn du traurig bist und weinst, verliert dein Körper Wasser. Und wenn es so wie heute draußen ganz heiß ist und du dich viel bewegst, beginnt dein Körper zu schwitzen und verliert dadurch noch mehr Wasser. Okay, und deshalb geht es mir heute nicht so gut? Genau, wenn dein Körper zu wenig Wasser hat, gibt er dir Zeichen, damit du mehr trinkst. Diese Zeichen sind Kopfschmerzen und Schwindel. Außerdem kannst du dich nicht mehr richtig konzentrieren und wirst müde. Dann hat mir mein Körper heute also Zeichen gegeben, dass ich mehr trinken muss? Richtig, besonders an heißen Tagen solltest du darauf achten, dass du mindestens eine große Wasserflasche austrinkst. Alles klar. Mama, hast du Wasser für mich? Natürlich. Hier, trink. Dann geht's dir bestimmt gleich besser. Danke, Frau Dr. Sonnenschein. Jetzt achte ich darauf, dass ich immer genug trinke, damit mein Körper mit genügend Wasser versorgt ist und es mir immer gut geht.